Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute da genannt würden, und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor. Heißt du vielleicht Rippenbiest? Oder Hammelswade? Oder Schnürbein? Aber es antwortete immer, so heiß ich nicht. Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, neue Namen habe ich keinen einzigen finden können. Aber wie ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, heute backe ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Da könnt ihr denken, wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte und als bald hernach das Männlein hereintrat und fragte, nun, Frau Königin, wie heiß ich? Fragte sie erst, heißest du Kunz? Nein. Heißest du Heinz? Nein. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat der Teufel dir gesagt! Das hat dir der Teufel gesagt! Schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei.